Liebe Freunde, Axel Bosse mit dem Album Kraniche, sein aktuelles Album. Wusstet ihr, dass ich schon zaubern kann? Ne, zaubern? Pass mal auf. Was? Ey, du sollst mal auf der Kamera bleiben, auf Klos. Bringt da nichts, wenn du es auf Groß nimmst, wenn ich zaubere. Ne? Also, pass auf, Matteo, pass auf. Guck mal, Achtung! 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 Tada! Hast du groß gezaubert? Hab ich groß gezaubert. Nicht schlecht, wa? Ja. Ja. Liebe Freunde, sowas nennt man Vinyl. Für diejenigen unter euch, das ist der Vorgänger von MP3, von CD und so ähnlichen Systemen. Früher haben wir nämlich auf solchen Platten aufgelegt. Sogar ich kenne das noch. Da konnte man damit auch noch scratchen. Machen damit. Das kann man, kannst du heute nicht mehr. Ich habe Scratchen ja gelernt auf Otto Walkes früher. Echt? Kein Scherz, war die einzige Platte, die ich hatte, als ich klein war. Und warum... Ja, ist so. Nicht schlecht. Mit einer Otto Walkes. Hab ich immer gemacht. So. Warum, wenn ich das mal fragen darf, hast du dein Album auch auf Vinyl rausgebracht? Erstmal muss ich sagen, dass Vinyl ja nicht gleich Vinyl ist. Es gibt 3, 4 Druckereien in Deutschland, die das noch so machen, wie das früher mal war. Okay. Das heißt, wir haben das nochmal extra gemastert für Platte, weil das wirklich, also in so einer Qualität, wie das so sein muss. Sonst ist es heute so, dass dann so in MP3-Qualität auf eine Platte gespielt wird und dann kauft man eigentlich auch wieder Müll. So, ne? Ja, ja, ist es aber ja. Das ist hier nicht so, das war mir so ganz wichtig. Das ist dieses Original, dieses Rauschen, wo man ab und zu dieses... Ja, ja, genau, genau. Also wir haben es offenbar so versucht, das genauso zu machen, wie man das so macht. Cool. Und es gibt einfach wirklich eine Nachfrage. Also alle, die wir gedruckt haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so 5.000 oder 10.000 waren, die sind sofort ausverkauft gewesen. Echt? Weil es viele Leute gibt, ja, ich hätte in nicht meinem gedacht, Fankreis, die das gerne kaufen. Ja. Und es ist ja einfach auch schöner. Ich meine, die Fotos ist auch sind größer. Schöner. Die Texte sind auch größer. Weißt du, was meine erste Platte war? Hm? Michael Jackson's Thriller. Ja, geil. Das ist gut. Das war meine erste Vinylplatte. Liebe Freunde. Tja, leider ist er verstorben, der Gute. Kann man nichts machen. Was? Michael Jackson ist tot? Das wusste ich ja gar nicht. Nein? Doch, wusste ich. Leider. Ist schon klar, dass du es. Das ist mir bewusst, dass du es weißt. Würde mich ja schon wundern. Warum heißt ein Album eigentlich Kraniche? Aber weil ich, ja, weiß ich auch nicht. Ich. Also Kraniche hieß erstmal das Lied auf dem Album und ich suche dann immer, weil es fällt mir wirklich schwer, so einen Namen zu finden für so ein Album, weil so unwichtig ist es nicht. Ne? Und das muss ja so ein Eyecatcher sein. Ja, die Nummer Kraniche war für mich wichtig, weil sie so die Mitte des Albums ist. Musikalisch, aber auch textlich hat das so alles so dabei, was auf dem Album so passiert und der Rest geht dann so nach oben und nach unten, nach links und nach rechts ab. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, dass ich das Wort gut finde, so ein krachiges Wort. Dann ist das Ding Zugvogel, ich bin viel gereist. Mhm. Mythologisch bedeutet der Kranich Glück und Langlebigkeit. Perfekt, also ich will es noch lang machen und das fand ich auch nett. Und dann konnte man es aber auch noch so grafisch gut darstellen. Und weil ich Grafiken ganz gern mag und auch für wichtig befinde, dann hat der Kranich gewonnen. Gegenüber 1000 anderen Sachen. Also ich habe dann eine Liste von 20 Dingen, so wie das Album eben heißen könnte. Also entspricht Kraniche quasi deinem Inneren? Vom Ding her? Ah ja, ja schon. Der Kranich ist ja auch, gerade wenn es um die Balz geht, auch ein sehr guter Tänzer. Auch das war noch ein Vorteil. Ach, das, das auch noch? Ja, also bist ich du ein guter Tänzer? Schlechter Tänzer, aber ich tanze gern. Hast du mal, hast du früher den Mädchen immer auf die Füße getreten, oder wie? Ich habe auf jeden Fall, naja, sagen wir es mal so, ich habe früher Tanzkurs gemacht und ich wollte eigentlich mit der Frau tanzen, die ich sehr verliebt war. Langsamer Walzer beim Abschlusstanz. Und die hatte dann aber einen anderen Partner und ich habe dann mit ihrer besten Freundin getanzt, die mir immer auf die Füße getreten ist. Und vorm Endkampf hat die Gulaschsuppe gegessen und hat so nach Gulasch gerochen. Was keine schöne, also über, ich weiß auch nicht, ich krieg gerade schon wieder Hunger auf Gulasch. Immer wenn ich über das Tanzen rede. Okay. Ja. Das war eine absolute Horrorerfahrung. Okay, das Ergebnis ist, du hast nicht sie bekommen, sondern ihre beste Freundin, die eigentlich gar nicht ging. Die ging, ja, die war sehr nett, ich will die jetzt auch nicht, dass sie jetzt sieht und so. Böse ist die war ultra nett, aber die hat eben Gulaschsuppe gegessen und war ein bisschen schwer. Entschuldigung. Die Suppe oder sie? Nee, die Suppe. Also, du musst das ja mal klären. Ja, aber hast du dann wenigstens den langsamen Walzer, wenn du den jetzt schon ja. Wenn du den schon gelernt hast, wenigstens mit deiner Frau getanzt? Mit meiner Frau? Ja. Weiß ich gar nicht. Oha. Vielleicht mal irgendwie, wann, auf der Hochzeit oder was? Du musst deine Frau, darfst ihr nicht sagen, wann diese Sendung ausgestrahlt wird. Das war nicht gut. Ja, die guckt dir wahrscheinlich sowieso. Aber türkische Frau, wenn du dir sowas nicht merken kannst, mein lieber Freund. Nein, Ärger. Aber meine türkische Frau will doch mit mir nicht einen österreichischen langsamen Walzer tanzen.
Bei unserer Hochzeit haben wir eben richtig getanzt. Hast du sie mal gefragt? Ob sie mit mir einen langsamen österreichischen Walzer tanzen will? Ja. Ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht sollte ich sie fragen. Frau? Aische. 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 Islame. Mach woanders hin. Hör nicht zu, was wir gerade erzählen. Nein. Ja, war nur Scherz. Also mit dir hast du es auf jeden Fall auch noch nicht getanzt. Ich dachte, vielleicht hast du es ja, weil du es ja gelernt hast. Ich finde, ja, gelernt. Ich finde, also ich habe ja auch Französisch in der Schule gelernt und da ist ja nur Jambon übrig geblieben oder was. Und Jacques. Aber letztes war ich in Paris, auch schon wieder so ein Beispiel mit den Sprachen. Ey, ich kann noch nicht mal nach dem Weg fragen. Ich hatte 10 Jahre in der Schule. Du hattest 10 Jahre Französisch? Ja. Du hattest 10 Jahre Französisch und konntest nicht nach der Straße fragen? Ja. Sag mal, Aki, was hast du falsch gemacht? Ja, weiß ich nicht. Das musst du mal mein Gehirn fragen und meine Mutter. Weißt du was? Wahrscheinlich war für dich nur alles Musik. Es könnte sein. Ja. Wenigstens eine Sache ist mir geblieben. Und die machst du gut. Dankeschön. So, der nächste Clip des Abends steht an. Es ist der letzte Clip des Abends und zwar wieder eine Live-Version Akustik. Oh, one of my favorite songs. Weit, weit, weg, 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 weg. Bitteschön. Liebe Freunde, Wohnzimmermusik. Mit Bosse. Wo war das? Bei meiner Freundin Anne im Musikzimmer haben wir das aufgenommen. Das ist ja vom Album Wartesaal, also genau. Schon ein bisschen länger, sehen wir alle direkt noch ein bisschen jünger aus. Tut weh, wie die Zeit vergeht, auch im Gesicht. Also, das ist kaum verändert. Findest du? Ja. Bin ich ein bisschen fett geworden? Bin ich ein bisschen breiter geworden oder so? Nee. Ich habe immer so das Gefühl, ey. Nee, das ist nicht so schlimm. Das liegt am Fernsehen, glaub mir. Das ist kann so sein. Fernsehen habe ich so gelesen, macht dicker, ne? 4 Kilo oder was bei euch? 5? Immer. 4? Ja, weiß ich nicht. Ganz schön. Man wundert sich dann nämlich doch immer, wenn man dann mal so Leute sieht, wo man so denkt, na, und dann sieht, also zum Beispiel, so ein normal aussehender Typ, wenn man den trifft, denkt man so, Alter, was bist du für ein Angelhaken? Hm. Ne? Und so bei Leuten, wo man so denkt, ganz schön mopsig, die trifft man, dann sind die so normal. Ich bin jetzt wahrscheinlich eher mopsig, obwohl ich eigentlich doch, genauso wie du, eine ganz schöne Sportskanone bin. Aber sowas von. Ja. Ich tauche dann meistens irgendwo auf, wo auch immer, wo man mich sieht, dann sagt man so meistens, boah, du bist ganz schön groß, ne? Das höre ich meistens. Bei mir wie komme ich denn rüber? Die denken, ich bin 1,50, glaube ich. Bei mir sagen die immer, oh, du bist ganz schön klein. Ich stehe sonst auch mal auf der Bühne. Denken die immer alle, man ist Meter groß. Ja. Da bin ich irgendwie eine Handbreit größer als ein Hausschwein. So, kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes Album war, was du dir gekauft hast? Dein allererstes? Also, ja, also ich habe mir, mein erster Song war zumindest von Peter Schilling völlig losgelöst, also Major Tom. Okay. Genau. Und mein allererstes Album, was ich so wirklich offensiv mir gekauft habe aus Fantum, war, glaube ich, Public Enemy. Da war ich dann schon älter, da bin ich dann aus meinem Dorf nach Braunschweig gefahren. Public Enemy? Ja, ich Run DMC Public Enemy. Super zu deiner Musik. Na, ich bin schon aufgewachsen auf dem Dorf, wo man immer so gemischt gehört hat. Da war man ein halbes Jahr Hip-Hopper, danach direkt Grunge, so Nirvana und so. Und später dann, genau, dann hat sich das in alle Richtungen verteilt. Und am Ende landet man ja immer bei der Singer-Songwriter-Musik. Hm. Und wer war so, oder wer ist noch so dein, sagen wir es mal so, wen hörst du heute noch, so ein Singer-Songwriter, den du regelmäßig im Auto zu Hause hörst? Also wen ich offenbar schon jetzt über die Jahre höre, ist so Sting. Sting finde ich gut, außer die letzten 3 Alben. Die finde ich nicht gut. Ich finde das letzte Album auch nicht so gut. Boah, nee, überhaupt nicht. Er singt auch so schlecht. Aber das ist das Alter, da leiern die Stimmbänder aus. Aber kann man das nicht irgendwie fit machen? Keine Weiß Ahnung. Ich nicht. Ich fand das letzte Album auch nicht gut. Nee, fand ich auch nicht gut. Aber The Police, Sing from the City zum Beispiel, ist ein Album, das höre ich immer noch und ich halte es immer noch für ultramodern. Und am Ende kommt es ja auch immer auf die Songs an. Das ist tierisch. Definitiv. Tierisch, genau. Und den Typen finde ich gut. Finde auch seine Tochter Iblem Coco richtig gut. Die kenne ich nicht. Das müsst ihr jetzt wirklich mal googeln. I Blame Coco. Das ist ein tierisches Album. Das kam so vor 2 Jahren raus. Wer hat ihr den Namen da verpasst? Weiß ich nicht. Wie heißt die wirklich so? I Blame Coco. Nein, die heißt nicht wirklich jetzt I Blame. Die heißt hoffentlich nicht Coco. Ja, ich doch, weiß es nicht. Doch, die heißt Coco Samlers. Obwohl, wieso? Coco Chanel hieß auch Coco. Die heißt Coco Samlers, doch. Siehst du? Ja. Besser als Croco. Wahrscheinlich. Ja, besser Coco ist Samlers würde ich auch nicht so gerne heißen. Ja, offenbar, die ist super. Und die singt auch so ein bisschen so wie ihr Vater. Ach, von der bin ich Fan. Aber Sting höre ich so oft. Und wenn irgendwann Aki sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Mucke, was wäre wohl das Nächste, was er machen würde? Puh, keine Ahnung. Was würde ich denn machen? Ah, ich würde schon gerne irgendwas mit Kindern machen. Das finde ich super. Ich würde eigentlich auch immer Lehrer werden. Und ich glaube, ich würde gucken, dass ich irgendwie... Aber kein Lehrer für Sprachen wahrscheinlich. Nee. Aber für Deutsch. Deutsch wäre okay. Nee, aber eher so eine Lusche, so Sportmusik. So klassisch. Ja, ne? Genau. Wo die Kinder immer keinen Bock auf Sport haben und keinen Bock auf Musik. Das würde ich dann vielleicht ändern wollen. Das gibt's ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich sogar zu meiner Schulzeit hat man immer Lust auf Sport oder Musik. Aber in der Pubertät haben die auch keinen Bock auf Sport. Dann sagen die so, ich habe meine Tage, dann kann ich nicht. Oder ich habe Kopfschmerzen oder was. Echt? Ja, meine Schwester ist Sportlehrerin. Die hat echt Probleme. Echt? Ja.
Die ist Sportlehrerin in Braunschweig an der Hauptschule. Da sind 60% der Leute machen erstmal keinen Sport mit, weil die irgendwas haben. Die Kinder werden ja auch immer fetter, das würde ich ändern. Ja, das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Schön Zirkeltraining, ne? Dreimal Bock springen und alles sowas. Gibt's ja, heute alles nicht mehr. Ja, ja. Danach darf man auch dann mal wieder McRib essen. Aber vorher nicht. Nee. Kann natürlich auch ein Whopper essen bei Burger King. Oder bei KFC Chicken essen. Geht klar, alles. Ist alles 30. Ja, ich muss ja immer so dieses Gleichgewicht halten. Kriegt ihr da Ärger, wenn man sowas sagt? Keine Ahnung, ich beuge schon mal vor, bevor wir Ärger kriegen. Ja, kann passieren. Kann passieren. Das heißt, aber du hast ja keine Gummibärchen auf dem Tisch stehen. Aber das war doch auch erlaubt. Es gibt natürlich auch noch Öko-Gummibärchen. Ja, der für 6 Millionen im Jahr würde ich auch Gummibärchen auf den Tisch legen. Kannst du nicht einen Chai-Deal an den Start bringen? Ja, so Reset-Chai, ne, aus der Türkei. Sag ich ja. Und da schön auf den Tisch. Die sponsern dich. Weil der ist ja sehr lecker, den du da aufgekocht hast. Danke. Stimmt. Könnte man eigentlich machen. Was soll ich schreiben? Boah, verewige dich. Wie du möchtest. Kannst gerne. Oh, es war sehr. 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 Chok, chok. Schön. Viel Erfolg. 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 Und. Tausend Küsse. Danke. Ja, ich bin auch danke. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, eksik olma. Ach, herrlich. Vielen, vielen Dank. Ja, und war's das jetzt schon? Ja, das war's. Ist die Stunde schon um? Das war die Stunde, mein Freund. Nein. Ehrlich? Ging wie im Flug. Ja. Hast du mir den Tee getan? Ja. So sieht's aus. Schön, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Toi, toi, toi. Das nenne ich mal Höflichkeit, liebe Freunde. Das war ich schon unhöflich, weil ich gesessen habe. Also, liebe Freunde, bleibt uns treu. Und hier, ja, wenn ihr wollt, Original Vinyl, Stylo Vinyl, wenn ihr wollt, natürlich könnt ihr das auch hier erwerben. Ja? Oder auf iTunes, überall, wie ihr Lust und Laune habt. Und besucht gerne Bosse auf seiner Website, axelbosse.de oder facebook.com/bosse-musik. Und bei uns könnt ihr auch gerne vorbeisurfen. Sei es auf Facebook, Twitter, Instagram. Hast du sowas eigentlich auch? Facebook, Twitter, Instagram? Habe ich. Instagram, Twitter nicht, aber Facebook habe ich. Facebook. Instagram, Twitter nicht? Weiß ich gar nicht, was es ist. Also Twitter weiß ich schon, aber Instagram, das sind doch auch nur so Fotos, oder? Ja, ist auch nur Fotos. Ja, Fotos, Foto, das mache ich auf Facebook. Ja, okay. Oder auch so. Also, bist du bei sowas? Ja, ich bin überall. Echt? YouTube, Instagram, Insta-Message, Facebook, Twitter. Ich folge dir jetzt bei Twitter. Wir folgen uns. Wir folgen uns. Also, wir finden uns. Ihr könnt uns auch finden. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.